zuletzt bei The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Nachdem wir eine leere Flasche auf einem Monster-U-Boot für uns sicherstellen konnten, erreichten wir Tantopia, die Heimat des Dekobaums. Dieser wurde von Ganons Schleim befallen, diesen konnten wir allerdings schnell besiegen und so erhielten wir vom Dekobaum das magische Blatt, welches uns für eine Zeit lang schweben lässt. Wenn wir einen seiner Crocs, Makronos, welcher im verbotenen Heim abgestürzt ist, wieder retten, gibt er uns den Diamant, den wir brauchen. Unsere Mission ist also eindeutig. Hi Leute, wie geht's euch und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Ihr erinnert euch noch vielleicht an den letzten Part, als ich bei dem Kollegen da drüben auf seiner Insel war, der sagte, oh ja, da oben ist ein Schalter, kannst du den bitte mal aktivieren? Und ich wirklich verzweifelt bin, da hinzukommen. Ich werde es jetzt noch einmal von hier probieren, aber wenn ich von oben versuche, da zu landen, ich habe es gerade nochmal offscreen probiert, dann ist da eine unsichtbare Mauer. Man kann von oben da nicht landen. Ich werde es nochmal von hier probieren. Und wenn das auch nicht klappt, dann... I don't know, was wir dann machen. Aber einen letzten Versuch will ich noch probieren, hier von der Seite an diesen Schalter zu kommen. Ansonsten bin ich auf eure Kommentare angewiesen. Da ich aktuell ein bisschen am Vorproduzieren bin, kann ich in den nächsten 2-3 Parts auf jeden Fall noch nicht auf eure Kommentare eingehen. Ich bin gerade, wie gesagt, ich werde bald weg sein, deswegen nehme ich hier ein paar Folgen im Voraus auf. Aber bei Gelegenheit werde ich dann die Kommentare durchlesen und dann schauen, wie das funktioniert. Ich werde jetzt nochmal den Wind ändern. Ja, das war falsch. So, jetzt... Ich werde nochmal den Wind zu unserem Vorteil drehen und dann versuche ich nochmal hier von der Seite bei diesem Schalter zu landen. Und wenn das wieder nicht geht, weil da irgendeine bescheidene, unsichtbare Mauer ist, die mich zum Ausrasten bringt, dann soll es so sein. Ne? Dann soll es so sein, dann gebe ich mich geschlagen. Ich probiere jetzt noch einmal hier zu landen. Ne? Das, seht ihr das? Seht ihr das? Da ist eine unsichtbare Mauer. Was zur Hölle soll ich da tun? Seht ihr das? Ich komme da nicht hin. Ich kann da nicht hin. Was ist das denn bitte für ein bescheidenes... Für eine bescheidene Programmierung? Ich kapiere das nicht. Was muss ich hier tun, um diesen Schalter zu aktivieren? Ja, was muss ich tun, um dieser unsichtbaren Mauer zu entkommen? I don't know. Ich weiß nicht, was die hier von mir erwarten. So, irgendwie wollen sie, dass ich den Schalter aktiviere. Aber wenn ich in der Luft bin, kann ich ja... nicht interagieren. Muss ich da vielleicht irgendwie, ich weiß es nicht, eine Bombe hinwerfen? Ne, so. Oder, was erwartet das Spiel hier von mir, um mit diesem Schalter zu interagieren? Ich blick da nicht ganz dahinter, weil die bauen ja diese unsichtbare Mauer da nicht ohne Grund ein, ne? Die wollen ja, okay, der Spieler soll da nicht landen. Ich weiß es nicht. Okay, wir lassen das jetzt einfach, weil sonst meine Laune wieder enorm sinken würde. Oh, was denn auf der Insel? Das würde mich aber auch interessieren. Machen wir wann anders. Wir gehen heute zum nächsten Dungeon und dann, wenn ich wieder Zeit habe, eure Kommentare zu lesen, dann werden wir mit Sicherheit herausfinden, was es mit diesem Schalter auf sich hat und warum diese unsichtbare Mauer mich da immer wegdrückt. Werden wir einfach sehen. So, jetzt versuche ich auf jeden Fall darüber zu kommen. Und ich denke, wir brauchen diesen Wirbelsturm da zu unserem Vorteil. Ich werde den Wind nochmal drehen. Oder das war falsch. Ich möchte ihn nicht nach Süden haben, sondern nach Südwest, glaube ich. Ja, Südwest ist, denke ich, eher die bessere Variante. Sehr triggernd. Alles, was unsichtbare Mauern und sowas betrifft, da werde ich sehr, sehr schnell sehr salty, weil ich finde das einfach in Spielen heutzutage nicht mehr angebracht. Das ist so billig und das wirkt ein... Es wirft einfach meiner Meinung nach ein sehr schlechtes Bild auf so ein Spiel. Na, wenn du ja, zu solchen Mitteln greifen musst, sage ich mal. So, genau, der boostet mich wieder nach oben. So war das Ganze geplant. Und dann können wir hier landen. Sehr schön. Ne, unsere Mission ist es ja, Makronos zu retten, wie wir erfahren haben. Und darüber im verbotenen Heim. Ganz ausgezeichnet, werter Freund. Den richtigen Umgang mit dem Dekoblatt hast du jedenfalls prima raus. Jetzt heißt es ein bisschen Gras mähen, magische Energie auffüllen und dann geht's weiter. Ganz easy. Der Eingang zum verbotenen Hain liegt höher als die Insel, auf der wir uns befinden. Also du brauchst aufsteigende Luftströmung. Ja, alles gut. Na, hier wieder der Hinweis. So, Bro, nimm auf jeden Fall den Wirbelsturm zur Hilfe. Hatte ich sowieso vor, haben wir ja gerade schon wirklich optimal gelöst. Wir müssen... Oh Gott, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Nach Westen? Ne, Südwesten haben wir gerade, dann wahrscheinlich Nordwesten, ne? Ja, Nordwesten ist hier die richtige Richtung.
So, aber jetzt muss ich leider warten, bis der Wirbelsturm hier einmal die Insel umkreist hat. So, Gas geben. Oh nein. Oh nein, ich krieg den Wirbelsturm nicht. Der Wirbelsturm ist an mir vorbeigesegelt. Servus, Welt. Okay, Guys. Neuer Versuch. Diesmal hoffentlich besser getimed. Diesmal besser getimed. Sehr schön. Ich hoffe, nur meine magische Energie reicht, um bis dahin zu kommen. Diesen Viechern hier weiche ich hier mal aus. Keine Ahnung, um was es sich hierbei handelt, aber nett sehen die definitiv nicht aus. Und da wären wir. Wir haben den verbotenen Hain erreicht und ich würde vermuten, dass es sich hierbei um den zweiten Dungeon handelt. So sieht's aus. Uiuiui, das sieht einfach mal richtig turbo-eklig aus, ohne Scheiß. Ich bin gespannt, was hier auf uns wartet, vor allem auch, was wir für ein Dungeon-Item bekommen. Ich habe ja irgendwie noch so diese, also so, ich habe was im Kopf, aber ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Es ging auf jeden Fall so in Breath of the Wild und ich kann mir vorstellen, dass es nicht hier geht. Folgende Theorie. Was ist, wenn wir hier die Bomben bekommen? Wenn wir hier die Bomben bekommen und dann mit Hilfe der Bomben sozusagen wir gleiten mit unserem Gleiter und werfen dann im Flug die Bomben nach unten ab auf diesen Schalter. So, könnt ihr mir ein bisschen folgen? Das ist irgendwie so diese einzige Theorie, die ich noch habe. Hey, hier liegt eine Nuss rum. Muss ich mit der machen? Muss ich die auf diese Pflanze werfen? Es hat funktioniert auf jeden Fall. Okay, chillig. Kann ich die auch kaputt machen? Ja, ich glaube, die kriegt so Risse, ne? Sehe ich das richtig? Geht die kaputt? Nee, die geht nicht kaputt. Oder doch, die wird doch. Oder ist das nur eine optische Täuschung? Also spontan würde ich sagen, die kriegt Risse, aber irgendwie ändert sich gar nichts mehr in ihrem Design. Ich hack jetzt noch ein bisschen drauf ein, aber ich glaube, das ist eine verschwendete Zeit. Ja, das ist eine verschwendete Zeit. Da passiert, glaube ich, nichts. Okay, da drüben ist der Teleporttopf. In den werde ich mal kurz reinhüpfen. Ich weiß immer noch nicht, ob man den irgendwie so, ich weiß nicht, in irgendeiner Weise aktivieren muss oder nicht. Ich tue es einfach mal. Und dann checken wir mal ab, was hier geht. Da oben habe ich noch eine Truhe gesehen. Boah, wie viel Slime hier einfach ist, ne? Das ist halt... Oh nein, jetzt bin ich runtergehüpft. Jetzt bin ich im Teleporttopf gelandet. Ja, so war das nicht geplant. Ach du Scheiße. Dieser scheiß Schleim macht mich wahnsinnig. Ihr geht mir auf den Sack, ihr Scheißviecher. Zack, hier. In your face. Lasst mich alle in Ruhe. Ich gehe jetzt nun zu der Truhe, hol mir was auch immer da drin ist und dann bin ich weg. Ist das direkt Karte oder Kompass? Kriegt man die direkt hier geschenkt am Anfang? Ja, kriegt man. Okay, chillig. Wir haben 5 Geschosse. Das ist ganz schön viel. Aber... Nö, die Dungeons, der erste Dungeon war jetzt auch nicht so krank herausfordernd. Mal gucken, was so abgeht. Oh Gott, da kommen schon irgendwelche ekligen Hentai-Gedanken bei mir hoch. Eklig. Okay, ich werde erstmal versuchen. Mich hier an diesen Stacheltentakeln vorbeizuschmuggeln. Und irgendwie den Weg nach oben suchen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie notwendig ist. Aber ich sag mal, nach unten kommt man immer schnell. Nach oben nicht. Hey, und hier ist tatsächlich schon wieder... Hier ist die Bombenpflanze. Haha, die hat mal den Schleim eliminiert. Beste Leben. Nein, aber ich denke mal, die Bombenpflanze ist hier, um dieses Viech hier zu entfernen. Ja, sehr gut. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal hier oben lang. Wie gesagt, ich weiß auch, dass unten was ist, aber... Nach unten kommt man immer easy, nach oben nicht. Und spätestens, wenn wir den Kompass haben, wissen wir, ob wir da unten irgendwas verpasst haben. Okay, hier unten scheint der Tod auf uns zu warten. Oh, hier müssen wir jetzt schon mit unserem Blatt arbeiten. Ich habe nämlich gesehen, dass wir hier so einen Windstoß erzeugen können. Und da können wir uns sozusagen eine Gondel holen. Okay, das ist interesting. So, einfach wieder da drauf feuern. Nein, zack, falsche Richtung ist. Ah, es kommt sogar darauf an, in welche Richtung wir dieses Rad drehen. Das wusste ich gar nicht. Okay. Interessante Mechanik. Irgendwie ein bisschen weird, aber es funktioniert. Und es reimt sich. Okay. Moment mal, die Viecher, die kann ich doch bestimmt auch aus der Luft zünden, oder? Ja, kann ich.
Das erinnert mich auch ein bisschen an Spirit Tracks, ne? Also wenn man Phantom Hourglass und Spirit Tracks gezockt hat, bevor man hier Wind Waker spielt, kann man sich doch einiges mitnehmen, weil diese Spiele irgendwie viel gemeinsam haben, abgesehen vom Grafikstil. Also so gewisse Mechaniken wurden hier immer wieder gerne übernommen und weitergemacht. Und hey, in dieser Todespflanze war jetzt sogar so ein Booster für mich drin. Aber doch, der bringt mir sogar was. Der bringt mir sogar was. Cool. Vermutlich nur ein Rubin. Na, ja, kann ich eh nicht tragen. Ich habe schon 500. Aber egal jetzt erstmal. Achso, die kann ich kaputt machen, okay. So, warum bin ich hier? Welche Bedeutung hat dieser Raum für mich, frage ich mich gerade. Und die Rubine da oben, das ist bestimmt auch so ein Schleim drin, der mich frisst, wenn ich den Rubin aufsammeln will, oder? Das ist doch da nicht einfach so, ohne Grund. So. Friss Wind! Ach, sehr gut. Vielleicht muss ich auch alle Gegner töten, kann auch sein. Nee, irgendwie nicht, ne? Die sind einfach nur Rubine? Einfach so? Ja, aber wo muss ich hin? Ich muss irgendwie nach oben kommen, aber... Das hier... Ah, da geht's lang! Da geht's lang, das habe ich gar nicht gesehen. Und jetzt? Warte mal, ich mache mir nichts. Oh, doch hier. Okay. Okay, ist wieder so eine Pflanze. Kann ich hier damit Damage machen? Nein, das geht nicht. Okay. Mal gucken, wie wir damit umgehen müssen. Hier können wir jetzt auf jeden Fall jetzt wieder erstmal eine Gondel ziehen. Und dann schauen wir mal, was wir hier für Items bekommen, um diese Tür für uns freizuräumen. Kann ich den Wind so feuern, dass ich da oben das erwische? Ja. Sehr gut. Und ich sehe auch schon, was wir brauchen. Genau diese Nuss hier. Du wirst mir dabei helfen, ne? Diese Pflanze da von der Tür wegzuräumen. So, ablegen ist der Knopf. Sehr schön. Oh, ich mag die Mechanik irgendwie. Das ist cool. Das macht wirklich Spaß. Bam! In your face. Bisher sehr machbar. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir im zweiten Raum, glaube ich, noch was zu unter... Ui! Dass wir im zweiten Raum noch was zu untersuchen haben. Da gibt es keinen Durchgang. Ah! Hahaha, ich habe schon kapiert. Ich habe schon kapiert. Das ist das Rätsels Lösung. Ja, sehr schön, wie hier am Anfang noch mit dem Blatt gearbeitet wird, weil das Blatt ja sozusagen auch ein neues Item ist, ne? Dass erstmal dieses Item eingeführt wird und man so die ganze Funktionsweise dieses Items kennenlernt und dann später vermutlich irgendwann noch das Dungeon-Item bekommen wird. Oh, shit. Das sieht irgendwie alles sehr, sehr eklig hier aus. Aber wisst ihr was? Ich werde nochmal kurz zurückgehen und wie gesagt, in diesem gerade angesprochenen zweiten Raum schauen, ob ich da irgendwas verpasst habe. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich den Kompass schon haben müsste. Es würde sich einfach nur anbieten, ne? Ich gehe nochmal zurück und schaue mich da nochmal um. Wenn da nichts ist, sehen wir uns hier gleich wieder. Oh doch, hier ist was. Hier ist eindeutig was. Hier ist sogar eine Truhe und das könnte wirklich der Kompass sein. Na, also ich weiß nicht, es hat sich einfach so angefühlt, als ob ich den Kompass brauche. Aber wir brauchen jetzt erstmal irgendwas, was wir auf diese Pflanze werfen können. Na, irgendeine Nuss oder ähnliches. Oder Moment mal, die droppen hier doch Stecken. Ja. Wer sagt denn, dass das hier nicht mit den Stecken funktioniert? Ja, man muss halt treffen, ne? Scheiße. Ich bräuchte nochmal so einen Stock. Ja, genau den hier. Okay, jetzt noch ein Versuch. Und gotcha. Mann, ich treffe nie. Oh, hier ist auch noch Schleim. Ah, haut ab. Ich will nur mein Stecken haben. Und dann bin ich auch schon wieder weg. Oh, die haben mir sogar so einen dicken Orb. Die haben mir sogar noch so einen dicken Orb gedroppt. Mit coolen Belohnungen für mich. Aber oh, jetzt brennt das auch noch. Hör auf zu brennen. Oh, ich treffe diesen Scheiß. Ach, wie ich nicht. Ich drehe hier noch durch. So, wir nehmen uns auch mal den brennenden Stock. Moment mal, kann ich das auch einfach anzünden? Jetzt habe ich getroffen. Aber es hat nicht gereicht. Ich musste öfters mit dem Stock treffen. Dein Ernst? Und warum kann ich dieses Orb nicht öffnen? Ich kann das Orb nicht öffnen. Schaut mal, Freunde, schon wieder eine unsichtbare Mauer. Hier liegt das Orb. Ah, jetzt geht's. Hä, what? Ich blicke hier noch nicht ganz durch. Zelda ist... Also, irgendwie auf dieser Insel hier ist Zelda ganz, ganz komisch programmiert. Und ich treffe das einfach nicht. So, wir gehen mal noch ein bisschen näher hin.
Das sieht besser aus. Und jetzt gib mir den Kompass. Die wollen mich salty machen, glaube ich. Und hier ist nicht mal der Kompass. Hier ist nur ein Ritterwappen. Ja, ich sag mal, prinzipiell gut, ne? Also, wir wollen ja eh 100% machen. Aber irgendwie ist das alles in letzter Zeit ein bisschen weird. Naja, ich gehe mal wieder zurück. Die Truhe haben wir immerhin mitgenommen. Okay, wir sind wieder back. Hier in diesem gruseligen Hauptraum mit diesem, ja, sehr interessanten irgendwas in der Mitte schwebend. Ja, das ist ja diese ganzen Tentakel und so weiter. Manche werden da voll geil, ne, weil sie voll diesen Fetisch schieben. Ich nicht. Aber hier bewegt sich halt wirklich alles und... Also, ich kann nicht leugnen, dass mich das hier alles ein bisschen anekelt. Aber, na, was soll's? Wir sind ja nicht hier, um uns daran irgendwie aufzugeilen. Wir sind hier, um den Boss zu besiegen, um Makronis zu retten. Das ist alles, was für mich zählt. Und hier, das ist doch nicht koscher. So, ich hack hier mal ein bisschen. Doch ernsthaft? Ich hätte schwören können, hier wären jetzt irgendwo Monster oder so. Aber man kriegt dauernd überall Rubine geschenkt und so. Warum ist das so? Oh, Moment mal. Moment mal. Da, die Nuss da drüben, die werde ich mir mal eben mitnehmen. Weil wir können uns hier mal wieder ein Türchen öffnen. Ne, diese komischen Augen, die haben irgendwie ein bisschen verschissen, weil sie einfach von mir dauernd irgendwelche fetten Klötze in die Fresse geballert bekommen und dann ist Feierabend für sie. Aber, ne, wer sich mir in den Weg stellt, der muss doch mit den Konsequenzen leben. So, was geht hier? Hey, da unten sind irgendwelche komischen Viecher. Aber, Moment mal, ich mache hier meine Wirbelattacke. Ja, okay, ist wieder, ne, kennt man ja zu Genüge. Mach jetzt eine Wirbelattacke! Danke. Kennt man ja wirklich zu Genüge irgendwelche kleinen Viecher, die einem mal anfallen, die einem keinen Damage machen, aber einen irgendwie verlangsamen oder so. Okay, es gibt doch nur einen Zehner, ne? Es ist nicht besonders viel wert. Oh, verzieh dich! So, haut ab. Lass mich in Ruhe. Ihr habt mich schon diese Falle hier unten gelockt. Ist okay. Ich beglückwünsche euch. Sehr schön. Aber mehr gibt's ja auch nicht. Jetzt kommen wir, glaube ich, in eine Sackgasse. Ah, ne, es ist auch wieder so ein Raum, der nach oben arbeitet. Okay, das ist wieder so ein, ich glaube, ich darf mir hier den Weg zusammensuchen. Okay, erstmal gucken, was hier ist. Oh, nur Geld. Okay, also wenn man wirklich Rubinprobleme hat, dann ist man in diesem Dungeon auf jeden Fall safe und hier geht es gar nicht für mich lang. Geht's hier für mich lang? Ja. Immer schön von oben die Kamera. Das kann man immer relativ gut erkennen, wo einen das Spiel lang lenken möchte. Hier beispielsweise nicht. So, und dann. Ich laufe einfach mal weiter. Ich habe kein Ziel. Ich folge nur diesem vom Spiel vorgegebenen Weg. Und der führt uns hierher. Okay, aber wir müssen die Bombe von da drüben mitbringen. Die Frage ist nur, wie das funktioniert. Okay, wenn ich jetzt mich hier... Moment mal. Hierhin booste. Bringt mir das was? Ein bisschen magische Energie. Okay. Und ich kann mich hier aber noch weiter boosten. Okay, aber das ist, glaube ich, nur dafür da, dass ich in diesem Raum einfach an die Orte rankomme, wo ich will. Also es geht hier nicht nach oben, sondern es ist nur dafür da, dass ich hier überall hinkomme, wo ich will. Und dann kann ich mit den Bomben hier diese Türen aufspringen. Und das muss ich wahrscheinlich auch mit der Tür da drüben machen. Aber ich muss die Bombe wahrscheinlich aus so einer Entfernung werfen. Richtig. Dass die nicht erscheinen. Oh, so war das nicht geplant. Okay, das probieren wir nochmal. Oh, ich kann die auch über die Tentakel werfen. Ah, das habe ich nicht gewusst. Okay, ja, dann ist das Rätsel relativ easy. Machen wir kurz, zack. Okay, dann haben wir die beiden nicht aufgesprengt. Oh, Link, was ist dein Bizeps los? Muss die Bomben schon ein bisschen... Oh, die ist doch offen. Okay, was ist mit meinen Augen los? Ist wohl eher die Frage. Und das sieht mir jetzt sehr stark nach dem Kompass aus. Ne, der ist mittlerweile für mich so zum wichtigsten Item geworden, weil der mir immer sagt, hast du die 100% oder hast du sie nicht in dem Dungeon? Und wir jagen die 100%. Ich muss übrigens auch unglaublich dran denken, dass wir den Boss fotografieren. Das ist ja so essentiell, ne? So, diesmal werde ich dran denken. Ich gebe mein Bestes. Jetzt will ich aber nochmal darüber kommen, ne? Jetzt müssen wir nochmal den Weg gehen. Ich weiß noch grob, wo er ist. Ganz grob. Hier lang, ne? Genau, und dann da vorne. Und dann zack. Und dann nochmal umdrehen. Ja, ja. Alles im Kopf. Alles im Kopf. Und was haben wir hier? Ein kleiner Schlüssel, würde ich vermuten, ne?
Ich bin einfach ein Hellseher. Ich bin einfach ein freaking Hellseher. Mit Hilfe der Pflanze kommen wir jetzt zurück. Ich kann auch mal gucken, ob hier ein bisschen magische Energie für mich ist. Nee, aber Herzen nehme ich auch gerne mit. Und dann verabschiede ich mich. Vielen Dank für den kleinen Schlüssel. Ich möchte jetzt wieder zu dem Schloss gehen, wo wir das brauchen. Ah, diese kleinen Scheißviecher. Ah, hier ist, in diesem Dungeon sind nur, ist nur widerliches Zeugs und Getier und Schleim und Parasiten und sich bewegende Lianen, die... Was ist das für ein Ort? Was ist das für ein Ort? Ich weiß übrigens, dass die Tür woanders war, aber ich will erstmal nachgucken, ob es halt hier oben was für mich gibt. Das war sogar sehr wichtig. Ein Teleporter. Irgendwie muss ich wahrscheinlich das hier durchschneiden. Ich weiß noch nicht wie, aber ich hüpfe hier mal rein. Also wir haben jetzt auf jeden Fall einen Shortcut hier hoch. Ganz wichtig. Na, jetzt kommen wir hier wieder raus. So, verpiss dich bitte, Schleim. Ich bin nicht hier, um mit dir zu interagieren. Ich bin nur in den Krug gesprungen, um den sozusagen wieder freizuschalten. So, und dann steppen wir jetzt wieder nach unten und ich bin in irgendeiner Soße gelandet. Wo bin ich denn jetzt hier? So, da muss dieses Ding drauf krachen, was wir da runterschneiden müssen. Aber wie geht's denn hier für mich weiter? Da drüben sind Pflanzen. Okay, ne? Wir gehen jetzt, unser nächstes Ziel ist auf jeden Fall zu der Tür zu gehen. Zu der Tür, wo wir den kleinen Schlüssel benötigen. Aber ich denke, das ist eine Sache, die wir dann beim nächsten Mal machen, Friends. Denn wir sind schon wieder am Ende des Parts angekommen. Wie gesagt, ich bin gerade ein bisschen im Voraus produzieren, also alle Sachen, die ihr in die Kommentare schreibt, werden vermutlich erst so in, ja, ich denke, 2 bis 3 Folgen sozusagen erst eingebundene. Aber da ich halt sowieso aktuell im Dungeon dabei bin, gibt es da, glaube ich, sowieso nicht so viel zu bereden. Wie gesagt, gebt mal Bescheid, wie es jetzt mit der Fotoquest aussieht, weil gesagt wurde, irgendwie so vor dem zweiten Dungeon geht die dann wirklich los. Also ich denke, die hat irgendwas mit dem Typen da drüben zu tun. Und der Typ hat irgendwas mit dem Schalter zu tun und der Schalter macht mir irgendwie gerade Probleme, ne? Wie gesagt, in 2 bis 3 Parts nach dem Dungeon werde ich hoffentlich dann soweit sein, dass ich darauf reagieren kann. Aber ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Daumen nach oben, wenn ihr so. Und bis zum nächsten Mal, euer Hübi. Habt noch einen schönen Tag. Ja.